Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyberpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns in Phasmophobia und wir befinden uns im wunderschönen Ridgeview Court. Wir sind auch wieder im Wahnsinnsmodus unterwegs, was bedeutet mal 6 Multiplikator, ein Beweis, 80% nee, 75% Start-Sanity, 200% Sanity-Drop und 60 Sekunden sind die Fingerabdrücke da. Also alles relativ gut machbar, alles relativ entspannt, insofern man sich so ein bisschen eingegroovt hat. Ab ins Häuschen, ab in den Keller erstmal nach dem Breaker suchen, danach Garage sollte er dort nicht sein und dann kurz warten bis zum Tamburin. Ihr kennt es ja schon. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute müsste mich nicht alles täuscht Mittwoch sein. Also sprich, die halbe Arbeitswoche ist schon mal rum und durch den freien Tag, also durch den Feiertag, den hoffentlich möglichst alle, wenn nicht sogar alle hatten. Aber durch diesen Feiertag ist natürlich relativ geil. Somit 4-Tage-Woche. Wobei, bei den meisten wahrscheinlich. Also bei manchen wahrscheinlich nicht, denn zum Beispiel für mich im Kochberuf gab es keinen Feiertag. Man musste trotzdem arbeiten, also trotzdem 5 Tage. Aber vielleicht hat der ein oder andere Glück und hat dadurch jetzt nur eine 4-Tage-Woche. Das wäre natürlich super, würde ich mir für diese Person wünschen. Und alle, die 5-Tage-Woche haben oder gar noch öfter arbeiten müssen, das kenne ich leider auch noch. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Irgendwann habt ihr auch mal frei. Leider kann ich nicht mehr sagen und das ist halt echt madig. Aber gut, da muss man halt leider durch und ganz ehrlich, man sucht es sich ja selber raus. Wenn man mit den Arbeitszeiten nicht zufrieden ist oder sowas, kann man sich nach einem neuen Job umsuchen. Da findet man bestimmt irgendwas, wo du erstmal bessere Arbeitszeiten hast. Und sobald diese auch wieder beschissen werden, suchst du einen neuen Job. Klar, so wäre es möglich und ich kann auch verstehen, wieso man es nicht macht. Denn lieber hat man beschissene Arbeitszeiten, aber ein gutes Arbeitsumfeld, sprich wenn man mit seinen Kollegen klarkommt. Dass man jetzt aufgrund sowas dann irgendwie wechselt und am Ende ist man im Arsch. Schaut euch mal den Schatten von meinem Thermometer an. Da ist immer so ein kleines Dingens. Okay, jetzt bleibt's gerade. Da schaut der Schatten, der verändert sich die ganze Zeit so ein bisschen. Du bist hier unten. Denn hier hat er die Klappe bewegt. Jo. Er ist hier unten. 4,5. Also er ist sich noch unschlüssig. Könnte auch sein, dass er über mir ist. Deswegen werde ich da gleich mal nach der Temperatur schauen. Aber es könnte sein, dass er hier unten ist. Was sagt die Temperatur hier drüber? 11 Grad. Ja, da würde ich eher sagen, dass er da unten ist, denn da unten geht die Temperatur Richtung 0. Also momentan noch 4,9, aber ja, doch, das geht schon in die richtige Richtung. Können wir unter 4 haben? Oh, super. Also sehr zuvorkommend, sehr höflich. Wen auch immer wir jagen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Habe ich ihn vorgelesen? Ich glaube schon, oder? So, wir machen jetzt, wobei dich brauche ich nicht, wir machen hier ein bisschen Festbeleuchtung. Danach suchen wir nach einem Versteck, denn ich weiß jetzt gerade auf dem Stegreif nicht mehr, ob wir unten im Keller Verstecke haben. Ansonsten schauen wir mal in der Garage ansonsten oben. Eines muss ja mindestens vorhanden sein. Luke Williams. Der gute Luke. Lucky Boy. Ich glaube nicht, dass wir diesmal wieder Fingis haben als Beweis. Bin ich mal sehr gespannt. Apropos Fingis als Beweis. Wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, hier oben auf dem i klicken. Dort findet ihr die letzten Videos einmal zu Watchers, einmal zu Sons of the Forest, zu Phasmo und auch zu The Monologist. Schaut da gerne rein. Ansonsten... Dachte ich gerade, das ja. Ansonsten könnt ihr auch einfach in die Playlists reinschauen. So, wir droppen jetzt erstmal alles hier. Wunderbärchen, das hat super funktioniert. Hier ist zu. Auch ein neues Versteck. Das hier hinten mag ich auch sehr gerne, ist leider auch zu. Dann ab in die Garage, den Spind mag ich auch eigentlich ganz gerne. Hier ist nur ein bisschen doof, dass man hier so eine lange Gerade hat. Also wenn der Geist zum Beispiel von oben kommt, sieht er dich halt äußerst lange. Dahinter schaue ich gar nicht, denn der Weg ist mir zu weit. Ja, ich weiß, das klingt gerade so, als ob ich irgendwie faul bin, aber das ist mir wirklich zu weit. Und das mit diesem Dauergestöhne, nee, da spare ich mir lieber ein bisschen Laufweg. Okay, langsam gehen mir die Möglichkeiten aus. Das Versteck mache ich zum Beispiel auch nicht, weil du hier auch so eine lange Gerade hast. Wenn der Geist zu nah an dir dran ist, hast du erstmal ein Problem. Okay, entweder ist das wirklich der Spinner in der Garage offen. Oder wir müssen ins Schlafzimmer laufen.
Ja, das ist so mal meine Vorab-Auswahl. Denn ich habe keine Geschwindigkeitsänderung gehört. Beim rohen Teil habe ich ein bisschen gezögert, denn es könnte sein, dass der Geist gerne beispielt. Denn es könnte sein, dass du genau jetzt gerade in diesem Fenster bist, wo er eine normale Geschwindigkeit hat. Der Teil, der altert, also der ist ja am Anfang hat er Hyperspeed, dann altern. Irgendwann ist er ja dann auch auf deiner Geschwindigkeit, dann altert er weiter und ist noch langsamer. Genau das gleiche beim Moro, der wird schneller, je lower sein Opfer ist. Sprich, es gibt eine Zeit, da ist er langsamer, dann irgendwann ist er auf normaler Geschwindigkeit, sprich deiner Geschwindigkeit oder Normalgeistgeschwindigkeit und dann ist er wieder schneller. Und somit kann es ja halt sein, dass man gerade in diesem Bereich ist. 20, 40, wir konnten 40 aufladen, keine 50. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Wir haben wahrscheinlich einen 60% Geist. Also sprich, ein Geist, der auf über 50% jagen kann. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Bewegungssensor, Bereichräuchern, Zeugen. Wir müssen jetzt aber erstmal noch hier die Gegenstände mitnehmen. Also, warum gehe ich jetzt davon aus, dass wir einen Geist haben, der über 50% hat? Ganz einfach. Die Sanity-Pillen regenerieren 20% Sanity. Manchmal, also, es gibt natürlich einen kleinen Spielraum, also ihr könnt sie nicht nur nehmen, wenn ihr jetzt genau 20 verloren habt, nein. Es gibt, glaube ich, so einen Spielraum bis 10%. Was bedeutet, wir konnten jetzt nur zwei Stück nehmen, drei konnten wir schon nicht nehmen. Hätten wir drei nehmen können, hätten wir mindestens 50 verloren, wenn nicht sogar 60. Na? Und damit der Geist ab 50% jagen kann, müssen wir ja 50 verloren haben. Sprich, wir müssen auf unter 50% sein. Und somit würden uns natürlich 50% fehlen bis 100. Da wir jetzt aber jedoch nur zwei nehmen konnten, haben wir maximal 40 verloren. Dann wie gesagt, ab 50, also oder 40 bis 49, könnte man sagen. Mit Freezing. Ja, dann ab 50 hätten wir schon wieder die nächsten nehmen können. Also, wir haben diese Geister zur Auswahl. Onryo kann ab 60%. Jin nicht, Shade nicht, Oni nicht, Yuri nicht, Dämon kann, Mimik kann, Zwillinge können, soweit ich weiß, nicht. Onryo kann ab 60, der kann sogar ab 100 theoretisch. Könnte ein engagierter Onryo gewesen sein. Während der Jagd verliert man ungefähr plus minus 2,5%. Wenn ihr Multiplayer seid, bis zu 5%. Dann da ist der Sanity Drop doppelt so hoch. Die Jagd dauert, oder hier mit diesen Einstellungen dauert die Jagd eine gute Minute. Und deswegen eben, in einer Minute verliert man so ungefähr 2,5, 2,9 war es mal eine Zeit lang. Wie genau der Wert ist, weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass man ungefähr 2 bis 3% verliert. Im Solo-Modus. In einer Minute. Und wenn die Jagd eine Minute dauert, dann müsst ihr natürlich auch mit einbeziehen. Während der Jagd habt ihr auch noch mal ein paar Prozente verloren. Insofern das Licht in eurem Raum nicht an war. Und bei mir ist gefühlt nie das Licht in dem Raum an. Was wollte ich jetzt? Genau, wir haben Freezing. Wir wollten jetzt eine Videocam mit reinbringen, um zu schauen, ob es ein Mimik ist. Das würde natürlich einiges ändern. Und ja, dann müssen wir eigentlich nur noch Kerzen mit reinbringen. So, wir fangen hier oben an, denn es gibt hier leider hin und wieder mal diesen Bug, dass wenn der Geist im Keller ist, er hier hochbangen kann oder den Geistraum nach oben entspannt wechseln kann. Oder dass du hier unten zum Beispiel Freezing hast, aber auf einmal hast du oben die anderen Beweismittel. Oben hast du dann Orb oder sowas beispielsweise. Gab's alles schon, aber das ist einfach nervig. Theoretisch ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Geist den Geistraum wechseln kann, insofern er in einem Keller ist gering. Beziehungsweise, dass er nach oben wechseln kann. Wechseln kann er trotzdem, also von links nach rechts, wenn wir zum Beispiel an Willow denken, das ist möglich. Er kann nur unwahrscheinlicher, ja, eben jetzt hier in den Erdgeschoss. Genauso wie Dachbodengeister. Wenn der Geist im Blister Farmhaus ist, zum Beispiel auf dem Dachboden, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er in den ersten Stock wechselt, also wo die anderen im Schlafzimmer sind, als wenn er jetzt allgemein in einem Schlafzimmer wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er wechseln kann. Ja, das haben sie mal angepasst, damit eben Kellergeister im Keller bleiben und Dachbodengeister im Dachboden oder wahrscheinlich ja dort bleiben. Fand ich ganz gut, finde ich ganz gut. Jetzt in so einem Haus frage ich mich, da kann er ja eigentlich den Geist nicht wechseln, dann wird es ein territorialer Geist oder sehr wahrscheinlich ein territorialer Geist. Also hier ist dann wahrscheinlich so eine kleine Mercy-Regel oder sowas, dass er dann hier ganz normal wechseln kann. Also mit der normalen Wahrscheinlichkeit. Bereichräuchern, Bewegungssensor und Zeugen. Zeugen müssen wir mal wieder schauen. Bereichräuchern können wir während der Jagd machen. Bewegungssensor bringen wir jetzt gleich mit rein. Wir haben ja unseren Beweis. Wir können hier nochmal schnell über die Cam schauen. Das Gute ist inzwischen, wenn der Orb hier unten im Keller ist, dann müssen wir eigentlich nur lang genug draufsteigen, denn irgendwann fliegt er vor der Cam rum. Das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. So, bup, bup.
Ach ja, Bewegungssensoren müssen doch noch einen kleinen Moment warten. Momentan sind eben Dämon Onryo offen. Wenn ich jetzt mal überlege von den anderen Geistern, die auf über 60% jagen können, wäre der Moro zum Beispiel schon mal raus, dann da sind wir noch viel zu stark, wir haben zu viel Power. Jin, Shade, Uni, Revy, Yuri, Huntu sind alle an dieser Stelle raus. Zwillinge sind auch raus. Zwillinge können auch nicht auf über 50% jagen, aber wenn wir jetzt mal diesen Aspekt außer Acht lassen, einfach nur auf die Geschwindigkeit gehen, sind die Zwillinge, Huntu und Revy zu 100% raus. Jin, müssen wir schauen. Shade, wir hatten EMF, glaube ich, unten. Jetzt weiß ich nicht mehr, EMF 2 oder F3. EMF 2 hatten wir auf jeden Fall. Weil sonst wird das Verhalten natürlich auch zum Shade passen. Wir müssen jetzt einfach mal schauen und vor allem müssen wir auch hoffen, dass meine Infos oder meine Überlegungen korrekt sind. Der Breaker ist noch an, aber die Lichter sind aus. Warum? Ganz einfach. Weil langweilig war. Jetzt wäre natürlich, wir könnten natürlich jetzt auch die anderen Geister noch prüfen. Das werden wir auch jetzt tun. Einfach Punkt 1, weil wir Freizeit haben. Also, wir können jetzt gleich mal Geschwindigkeiten testen, genauso wie Zoom-Effekt vom Jin beispielsweise. Aber beide braucht mir zu lange. Also beim Geisterraum, Reitschuss raus, geschwindigkeitsmäßig. Wir haben müssen wahrscheinlich jetzt einfach Kerzen reinbringen. Wir werden jetzt gleich versuchen, nochmal Sanity Pins zu nehmen. Ja, das kam jetzt irgendwie wieder ein bisschen schneller oder früher vor. Es könnte wieder sein, dass er auf über 50% gejagt hat. Jetzt wäre natürlich interessant, wie hoch. Das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn der Bildschirm down ist. Wir haben jetzt auch nicht genug Sanity Pins. Wir können jetzt, selbst wenn wir jetzt zwei nehmen können, wir wissen nicht, ob wir noch ein drittes Mal hätten nehmen können. Wir konnten nur einmal nehmen. Und das ist eigentlich der Beweis, Ladies and Gentlemen. Wir konnten nur einmal nehmen, wir konnten nur 20% auffüllen. Obwohl er gerade ihn gejagt hat. Wir hatten keinen Trigger drin. Und ihr seht, was wir hier noch offen haben. Das bedeutet, dadurch, dass wir nur einmal Sandy Pin nehmen konnten, heißt es, wir haben maximal 10%, maximal 20% verloren. Keine 30. Der Onryo kann theoretisch auf 100% auch jagen. Ja, aber das funktioniert nur, wenn ihr eine Kerze habt, die ihr ausboostet. Also sprich, eine Kerze, die jetzt dreimal ausgeboostet hat, ne? Deswegen ist 100% sehr, sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Und dann, sobald er sie das dritte Mal ausgeboostet hat, kann er eine Jagd starten. Da gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Und dann kann er auch auf 100% jagen, aber Fakt ist, wir hatten keine Kerze. Und er hat sie erst recht nicht dreimal ausgeblasen. Das wüsste ich, wenn er dreimal geblasen hätte. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so frech und lehne mich weit aus dem Fenster und sage, wir haben einen Dämon. Ja, ich bin frech. Nee. Wieso kann ich den? Okay, doch kann ich. Zeugen? Na, schwierig. Ich glaube, Zeugen lassen wir offen, denn ja, wenn der Geist demotiviert ist, was willst du machen? Was willst du machen? Da sind meine Räucherstäbchen, die brauchen wir gleich, denn ich werde einfach unten im Bereich räuchern. Und das Gute ist, wenn man räuchert und man hittet den Geist, in dem Fall, kann er ja auch nicht jagen. Somit ist dann auch nochmal hier so ein kleines Risiko ein wenig ausgeklammert. Ja, denn auch der Dämon kann er 90 Sekunden zumindest nicht jagen. 90 Sekunden sind besser als gar nichts. Und wieso gehe ich gerade hier ins Wohnzimmer? So, ich will jetzt hier unten nur gerade mal schnell schauen, ob wir hier noch Freezing haben. Denn das wäre sonst sehr ungünstig. Besser wäre es, wenn wir während der Jagd räuchern, denn dann erwischen wir auf jeden Fall den Geist. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Sprich, ich gehe von hier rüber auf die andere Seite und hoffe einfach mal, dass der Geist dort mit dabei ist. Wenn es jetzt ein Roamer-Geist ist, dann wird es nicht ganz so einfach, den Geist dran zu hitten. Also sprich, den Bereich des Geistes zu räuchern. Schau mal, wir haben alles. Zeugen. Wie schaut's aus, Kollege? Möchtest du? Hallo? Bist du hier? Zeig dich, mach mal Spiel mit mir. Aber nicht zu intensiv, dann danke. Nö, er möchte nicht, deswegen würde ich sagen, wir dackeln ab. Wir dackeln ab. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir haben Freezing. Wir haben einen Geist, der sehr, sehr früh, ja. Jedoch hatten wir auch sehr, sehr viel Glück, dass er erst sehr spät angefangen hat. Verglichen zu seinen üblichen Gewohnheiten. Denn wer kennt das nicht? Er geht mal ins Haus rein, kurz darauf geht die Tür zu. Man ist tot. Was ist es? Ein Dämon. Oh, Monderbärchen. Wir hatten zwar schon abgeschlossen, aber jetzt haben wir hier nochmal die Bestätigung. Abmarsch. Eine etwas kürzere Folge heute. Knackige 15 Minuten, aber sowas soll es auch mal geben. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir richtig lagen. Und ich bin gespannt, ob ich eingetragen habe.
Aber ich glaube, ich habe schon Ausweg gehabt. Ein wunderschöner Dämon. War schön zu erkennen und eben durch diesen Sanity-Trick. Und jetzt zeige ich euch auch, Ladies and Gentlemen, wenn ihr einen dieser Modi spielt, wie ihr herausfinden könnt, was die Einstellungen sind. Weil hier sieht man zwar blablabla viel Text, aber man weiß sie nicht ganz genau. Deswegen könnt ihr dann hier einfach auf Benutzer definiert gehen, das ist relativ egal welches, und geht hier oben auf Voreingestellt. Hier habt ihr die Möglichkeit, Wahnsinn auszuwählen, dann seht ihr hier alles. Und hier sehen wir zum Beispiel Sanity zu Beginn 75. Wiederherstellung 20%. Dieser Faktor ist entscheidend. Wie gesagt, wenn ihr 20% auflädt, dann kann es zwar sein, dass ihr beispielsweise, wenn ihr 10% verloren habt, schon einmal Sanity Pin nehmen könnt. Aber wenn ihr jetzt nur 9 verloren habt, könnt ihr das nicht. Das bedeutet, ihr könnt dadurch ein bisschen taktieren. Ihr habt einen Spielraum von ungefähr 10% Unterschied. Wenn ihr jetzt also zweimal Sanity Pin nehmen könnt, dann habt ihr mindestens 40 verloren, maximal 50, beziehungsweise 49. Wenn ihr einmal nehmen könnt, habt ihr mindestens 10 verloren, maximal 20. Dann habt ihr mindestens 20 verloren, maximal, ne? Da könnt ihr so ein bisschen taktieren. Sobald ihr zum Beispiel 10% verloren habt, könnt ihr einmal Sanity Pin nehmen, obwohl die 20 regenerieren. Wenn ihr 29 verloren habt, könnt ihr einmal Sanity Pin nehmen. Ne? Also hier, es gibt so einen Spielraum von 20% beispielsweise. Damit muss man ein bisschen taktieren, aber es hilft, um den Geist zu erkennen. Und jetzt habe ich doch wieder zu viel gelabert, jetzt wird das Video wieder länger. So, Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, noch einen schönen Tag, bis dann. Ciao, ciao.